Hallo, ich bin der Weihnachtsmann und ich sorge dafür, dass alle Eltern, Kinder und Familien ihre Geschenke bekommen. Schön wär's. Die letzten Wochen, die waren unglaublich stressig, das konntest du dir gar nicht vorstellen. Es waren so viele Wünsche zu erfüllen. Jeden Tag gehen bei mir neue Wünsche ein. Was sich die Leute nicht alles wünschen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber wir gehen ja mit der Zeit. Wir haben einen neuen Routenplaner. Wir haben alles gut unter Kontrolle. Und wir werden es auch schaffen bis Weihnachten, dass wir alle Wünsche erledigen. Da kannst du sicher sein. Ja, die vergangenen Jahre ist schon öfters zu so brenzligen Situationen kommen, wo ich schon immer Angst gehabt habe, dass wir die Kinder erkennen. Und ganz schlimm ist es jetzt mit diesen Handys. Ich sag's dir, Handys verschenke ich gar nicht gerne, weil das ist immer so ein Problem. Da denkst du immer, die machen ein Bild von dir und dann erkennen sie dich. Und von daher, bis jetzt ist noch alles gut gegangen und das soll ja so bleiben. Niemand hat mich bisher erkannt. Es gibt genau einen Weihnachtsmann und das bin ich. Diese ganzen billigen Kopien, ich sag's dir, ich kann die langsam gar nicht mehr sehen alle. Die laufen mit ihren Plastikkostümen rum, als würde es nur eine Welt geben. Aber wir, der Weihnachtsmann, das bin ich und ich setze auf Nachhaltigkeit. Weil Nachhaltigkeit ist bei mir angekommen. Wir haben recycelte Sachen, wir verschenken kein Plastik mehr und mein Kostüm, das kannst du dir nicht vorstellen, jedes Jahr wiederverwendet und aus nachhaltiger Baumwolle. So muss es sein. Ich habe jetzt das ganze Monat von früh bis spät gearbeitet, der Dezember. Das ist für mich einfach die stressigste Zeit des Jahres, aber das weißt du selber. Danach habe ich 11 Monate Zeit, dass ich mich wieder erhole und alle Helfer kann in Urlaub schicken. Und dann haben wir fast wieder ein Jahr Zeit, dass wir Pause machen. Aber ich habe mir schon einen guten Plan vorgenommen. Ich will heuer ganz hoch im Norden, aber mit meiner Yacht. Die wird ab diesem Jahr, das sage ich euch Leute, mit Solarstrom betrieben, damit wir keine Umweltverschmutzung mehr haben. Weil merkt euch eins, Nachhaltigkeit ist das Thema der Zukunft.